Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur Weltpremiere von Unsere Zeit ist jetzt. Endlich ist es raus, also gleich endlich. So gerade die letzten Wehen, ey. Ich will, dass es endet. Tatsächlich bin ich mental noch beim Frühstück, dass ich kaum glauben kann, dass es jetzt schon so weit ist und der große Abend losgeht. Das ist ein Riesending, alle schreien dich an, aber meins nur gut. Ich kann es gar nicht erwarten, sie muss mir dann später im Kino irgendwie die Augen zuhalten, wenn ich das sehe. Wir haben anderthalb Jahre nach den richtigen Jungstars gesucht. Wir wollten ja keine bekannten Gesichter, sondern wir wollten wirklich Leute, mit denen man sich identifizieren kann. Ich habe die Schauspieler, die wir gecastet haben, habe ich gefilmt mit Kamera vorm Gesicht. Also die waren sowieso so nervös, Blackout-mäßig, dass sie gar nichts gerafft haben. Wir hatten unseren ersten Moment beim Kameratest und es war wie ein so Ping-Pong-Spielen. Da gab es so ein Magie irgendwie. Wir sind als kleine Familie zusammengewachsen. Und es war ein Riesenfeuerwerk und jeder durfte eine Rakete anzünden. Und heute kommt alles zusammen. Jubiläum. Ist Jubiläum. Sie sehen Pro mit seiner Musik und dieser süßen Panda-Maske und rasten einfach vollkommen aus, oder? Ist ja auch eine coole Socke, muss man ja auch sagen. Dadurch, dass er diese Maske trägt und man nie genau weiß, wer dahinter steht, kann sich jeder seinen eigenen Pro erträumen. Er ist halt ein Charakter. Und wenn du ihn auch triffst und persönlich mit ihm sprichst, merkt man, was er für ein Genie ist. So. Ich glaube, das spüren halt die Leute. Trifft halt den Nerv seiner Generation und der Zeit. Und deswegen finde ich, das ist ein Riesenphänomen. Ja, das Besondere ist, dass dieser Film einfach alles vereint, was Kino ausmacht. Sie können sich wirklich auf was freuen. Also der Film, top, top. Es wird geil. Mehr kann man da nicht sagen. Es wird ein Wort, geil. Seid ihr bereit, alle? Ja. Wisst ihr, was ich gerade denke? Nein. Vielleicht ist es irgendwann nicht mehr so wie heute. Und wenn wir uns dann denken, früher war alles viel besser, dann meinen wir damit heute. Und die Geschichten, die wir uns irgendwann mal erzählen, die werden heute geschrieben. Heute werden Erinnerungen geschaffen. Unsere Zeit ist jetzt. Wie hat euch gefallen? Einer der größten Schauspieler, mit denen ich je arbeiten durfte. Marc Benjamin. Er ist auch ein Riesenherz. Wirklich mein kleiner Bruder, manchmal mein großer Bruder. David Schütter. Und meine Königin. Peri, ich liebe dich über alles. Komm runter. Jetzt muss ich tatsächlich zwei Leute simultan runterholen, kann nur sagen. Til Schweiger und Krug! Könnt ihr jetzt endlich mal aufhören zu quatschen hier? Jetzt ist Ende, wir gehen jetzt feiern, oder? Die Sonne nicht mehr scheint, jetzt ist keine Aftershow-Party. Wenn wir jetzt sieht man hier das ganze Team und irgendwie kommen die ganzen Erinnerungen hoch vom Dreh und das ist ziemlich überwältigend. Gerade so eine Produktion, wo auch Til Schweiger mitwirkt, da kann man von ausgehen, okay, das wird auch ein richtig guter deutscher Film. Die ganze Familie des Films irgendwie stand zusammen auf der Bühne und alle hatten Blumen in der Hand und alle haben sich umarmt und geklatscht und das war fantastisch. War fantastisch.